Alabn breut und vertrieben die Neut. Wer hat gehad breut, bei dem seinen Gewinn die Backen reut. Breut mit Salz sollst du essen, nur dem Memes nicht vergessen. Es ist do in Top, ist do in Kop. Als kann ein Mensch vergessen, nur nicht das Essen. Also sagt ein altjüdisches Sprichwort. In der jüdischen Kultur vernimmt auch die Themen von Essen, man kann sagen, einen zentralen Platz. Die dosige Kultur hat doch abgespiegelt das Leben von einem Volk, was es gewinnt mehrstenteils sehr, sehr arm. Die Armkeit hat sich ausgedrückt in einem tagtäglichen Nachjagen sich noch ein Stück Brot. Bichlal und das Wort Brot sehr abgekommen Ort in der jüdischen Phraseologie. In der armen Sprache pflegt man schicken Jungen lernen ein Fach. Sie sollen haben ein Stück Brot in Hand. Alaben Brot und vertrieben die Neut. Wer hat gehad Brot, bei dem seinen Gewinn die Backen reut? Wenn ein Bocher pflegt nehmen ein Mädel für ihr Brot, hat er gehad von ihr dem richtigen Teut. Als ein Mannsbild hat sich angenommen, ein Mann zu sein, hat er gemusst bringen Brot in Stube rein. Die klassische jüdische Literatur vermag ohne schier Werk, wo das Essen wird geschildert als die größte Deige von enormen Volksmenschen. Benjamin, die unsterbliche Gestalt von Mendele Meuchers Forums, Masoes Benjamin Aschlische teinet, ein Stückl Brot mit Kolisch, ein bisschen nur da, ist sehr ein guter Mittag. Wer schmust eine Bulke mit Rosselfleisch freitig, wer es hat noch, das ist Tage am Eichel Melochim. Kein Besseres davon ist schon dacht sich auf der Welt nicht da. Man sieht viel in dem dosigen Satz, als keinem Kohl kommt Brot und noch all das Ibrige. Schön abgerät von Shalom Aleichem, was hat geschrieben, leut seine Wärter für Weiber und für ein prosten Volk, genug sich zu dermonen in seine Kasrilowke-Restauranen, in welches es gar nicht gewöhnt zu essen, ein kurzer Stück Hering. Und als man schon gebracht den Hering, ist nicht gewöhnt kein Stück Brot. Oder in seiner Erzählung Milchigs, wo der Hauptheld Posmake wird sich beim Ausrechnen umzulegen Milchige Meicholim, was man macht, lekowe dem Jomtev Schwues. Und bei Smeisse ist er müde, als seine Mischpoche ist Punkt wie andere Jiden, kadoch es in einer kleinen Teppele. Aber sie haben lieb zu reden wegen Essen. Darüber haben sie einen Namen bekommen in dem Städtel, die Fressers. Oder der Motiv von enormen Jiden, was holen Tomit wegen einem Stück Brot, der gerecht mit dem sein Höhepunkt im Perzes Bonze Schweig. Wenn Beis Dinschel Malo legt vor Bonzen, er soll bekommen in Ganeiden, was er will, Better Sachakel alle Tag in der Früh, a heiße Bulkele mit frischer Butter. Oi mir wollen a viele oberflächlich, a guckt on auf der miserische europäische jüdische Kirch, will mir Beule der sein, a sie besteht von a Sach Mehl und a Sach Fetz. Von sehr Geschmacke, aber Kolories fuhle mei Cholem, wo seinen Gewinn berufen, keinem Kohl anzusättigen und benutzen dabei, die billigste Speisstoffen. Die dosige Kirch ist ganz arm in Grinsen, aber reich in Teig. Laut die einseitigen medizinischen Anweisungen ist sie sehr weit von Wern angerufen, gesund essen. Seinen Gewinner durchgeführt geworden, ernste akademische Forschungen von der jüdischen traditionellen Kirch. Eine von den bekanntesten von ist die Arbeit von Mordechai Kosover, jüdische Meicholim, wo es herausgegeben geworden von New Yorker Jivo im Jahr 1958. Die Folklore-Sammler haben veröffentlicht Sachbeschreibungen von jüdischer Speis und Anweisungen für Zugräten verschiedener Meicholim. Aber es ist sicher, dass die Themen von Essen und von alles, was sie symbolisiert, kommt zum breiteren Ausdruck in dem jüdischen Sprachfolklore. In die Volkslieder und besonders in dem riesigen Äußer von jüdischen Sprichwörtern.
Da finden wir alle Nuancen von der Beziehung von dem Volk zu der Minyan Achille. Man vielleicht auch gesagt, als Achille ist die beste Tfile. In Ivrit sagt man, im ein Kämache in Torah. In Jiddisch ist man erreicht von einem gegensätzlichen Standpunkt, als es da in Top ist da in Kopf. Auch die Begriffe von Schönheit seinen Gewinn ganz anders von die, wo seinen angenommen heutzutage. Zu sein leibig hat geheißen zu sein schön und gesund. Vielleicht man da gesagt, als man legt in die Zehner, gefängt man in die Beiner. Heint einen die Diätologen, als man muss essen langsam, zerkauen gut. Mit Jahren zurück vielleicht man sagen, schling ganze Sticker, wirst du werden dicker. Die Erziehungsprinzipien und die jüdische Moral kommen zum Ausdruck auch durch das Essen. Wer es esst in Zeit, wird sein Leid. Oder Brot mit Salz sollst du essen, nur den Memes nicht vergessen. Wo zwei essen von einer Schüssel, wird euch von dem Dritten bleiben ein bisschen. Das meint, als wäre es hot gelitten von Mangel und Hunger, wird sich bei der Klall teilen mit jenem. Und seien bei uns voran ohne schier Sprichwörter und wörtlich wegen Hunger. Als der Morgen ist leer, ist der Schlaf sehr schwer. Für einen hungrigen Beichel ist Kirbes euch ein Meichel. Wo mecken ist ein Meichel, ist Rovetke schöner Jeichel. Von deswegen, a viele der Same Oremer Jid ist gewinnt gret a ganze Woche zu essen mag es mit Kadoches, wenn es hat genockt unter den Teleskoten. Abi, er soll hoben auf Schabes, hotsch ein bissl Fleisch oder Fisch. Weil wuss es da, Fleisch und Fisch, dort ist ein freilicher Tisch. Und ob es nur dazu gewähne Kugel, ist es schon gewähne am Malches dicke Sude. Weil Schabes ohne Kegel ist wie ein Vogel ohne Fliegel. Aber viele, wenn sie schon ja gewähnt, was zu essen, hat sich die Ohrigkeit nicht gelöst sich vergessen. Darüber pflegt eine jüdische Mama geben Fleisch ein bisschen und Kasche eine volle Schüssel. Oder Suppe mit Brot zu satt und Fleisch zu statt. Von deswegen mit Wosche hat man sich gelackert in jene Häuser, wo, wie man vielleicht sagen, nur Vogelmilch hat gefällt. Und wie so beschreibt der Schreiber Alek Natas, ein reich gedeckten Tisch in einer litwischen Städtel wie Jun, vor der Zweiten Weltmilchome. Die Tischen seien gestanden gedeckt mit all das Guts und sich gehändelt mit Babkes und Kuchens, mit Homentaschen, angefüllt mit Mohn und Käse. Teller mit trockenen und nassen Teigle haben geglanzt, wie sie wollten, gemacht werden von Leder. Arum sei seinen gestandenen Tepp mit eingemacht von Burkes, gekochte in Honig mit Mandeln. Kichlich, durchsichtig, besprinkelt mit Zucker, auf einem anderen Tisch ist gelegen ein gebrotener Indik, was hat sich zergossen von Schmalz und Naches. Der Zimmer hat verschmeckt von gehackter Leber und gehackter Hering, was hat herausgeguckt mit gelben runden Augen von gekochter Eier. Neben dem steht ein Topf mit geprägelter Grübnis und nicht weiter weg gebrotene Katschkelech mit Fisslech verrissen wie Ballerines und Teibelech, was haben sie begleitet in sehr katschkenem Tanz. Und für jene, was um lieb gehabt, gefüllte Kischke mit Kartoffel oder Mehl, ist auch gewesen, was zu essen. Und was ist das für ein Gericht? Das ist Eiter, geschnitten in vierkantige Stücke und gebraten, bis sie seinen geworden durchsichtig. Man sagt, als der, was hat nicht versucht, die Gerichten, kennet keine Ahnung haben, was für ein Tam der Ganeiden hat. Und wer es hat nicht versucht, eine Masse Knädel mit einer Schome, hat nicht kein Heilig in Eulem haben.